Ja, hier ist das neue iPad Mini und wir werden das gemeinsam auspacken und ich werde von meinem ersten Eindruck berichten. Ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Das ist das iPad Mini der 6. Generation. Hatte das gleich am 15. September bestellt und heute gleich bekommen. Zum Vergleich, ich habe schon ein iPad Mini 2. Ich halte mal den Kasten daneben. Ihr seht, er ist ein bisschen minimal höher. Und die Verpackung ist ein bisschen größer, aber nur minimal. Also ich will das iPad 2 nicht schlecht reden, aber das gefällt mir jetzt schon mal. Und das habe ich in Space Gray und wie ihr sehen könnt, mit 64 GB, das reicht mir vollkommen aus und mit Cellular. Wir werden das jetzt mal auspacken und hier haben wir noch die übliche Lasche, wie ich die eigentlich beim iPhone 13 schon vermisst habe. Wir machen das mal auf. Also mir reicht das hier vollkommen aus. Hätte es eine 128 GB Variante gegeben, hätte ich mich vielleicht dafür entschieden. Aber 256 wäre mir persönlich zu groß, da ich selber ein iPad Pro 11 Zoll habe. Und das nutze ich mehr. Das hat hier andere Zwecke. Wir packen das mal gemeinsam aus. Da kommen wir gleich zu. Hier einmal. Hier haben wir das 20 Watt USB Type-C. Hier haben wir das 20 Watt Netzteil und ja, ein circa 1 Meter langes USB Type-C auf Typ-C Kabel. Sonst ist da nichts weiter drin. Und hier sind die üblichen Sachen drin. iPad Mini. Also wer noch keins hat oder sich noch nicht so richtig auskennt, sollte vielleicht mal durchschauen. Und die üblichen Apple-Sticker. Und in meinem Fall ist natürlich hier die SIM-Nadel dabei. Also auch mein iPad Mini 2 hat schon eine SIM-Karte drin, ich stecke sie dann bloß hier rein. Das packen wir mal beiseite und dann packen wir doch mal das schöne Stück hier aus. Das hat man, vermisst man natürlich auch beim iPhone. Ich habe das in Space Gray, weil mir persönlich gefällt das. Gibt natürlich auch andere Farben. Es fühlt sich schon mal sehr, sehr gut an. Ich hole schon mal meinen 11 Zoll, das packe ich mal daneben. Hier habe ich mal meinen 11 Zoll Pro dabei. Hier ist auch eine SIM-Karte drin. Ja, ist schon ein großer Unterschied, aber ich finde es schön, dass das jetzt einheitlicher ist. Ich halte mal mein iPad Mini 2 daneben. Das wird gerade aktualisiert. Und dann sieht das natürlich so aus. Also das finde ich nicht schlecht, aber nur deswegen habe ich das, nur deswegen nicht, aber ich habe die letzten 2 Jahre immer mal geguckt, aber das hat mir nicht so gefallen, weil sich das Design nicht großartig geändert hat. Hier wollte ich zuschlagen. Jetzt machen wir das mal gemeinsam an. Hier oben haben wir auch Touch-ID. Laut und leise. Hier haben wir die beiden Lautsprecher und hier unten haben wir die beiden Lautsprecher. Und hier können wir den Apple Pencil der 2. Generation anschließen. Wird hier auch geladen, induktiv. Wir machen das mal an. Also es fühlt sich gut an. Das Mini 2, was ich hier in der rechten Hand habe, ist etwas schwerer als das hier. Nicht viel, aber ein bisschen. Auch hier
Hello. Dann können wir das hier ein. Wir machen jetzt hier auf Deutsch. Deutschland. Dauert ein kleines bisschen. Und dann können wir das konfigurieren. Und so weiter und so fort. Ich werde jetzt das kurz einrichten und dann sehen wir uns. Jetzt haben wir noch die Aktivierung und dann müssen wir gleich noch den Touch-ID einrichten, weil hier gibt es ja keinen Face-ID. Dauert halt ein bisschen. Ja, jetzt ist es vorbei, jetzt kommt hier Daten, wie üblich. So, jetzt fortfahren, wird genau hier angezeigt, wo wir das machen sollen. Und dann werden wir das jetzt mal einrichten. War am Meckern, muss völlig abgedeckt werden. Ich mache es jetzt mit dem Zeigefinger, man kann es natürlich auch mit anderen Fingern machen. Vollständig erfasst. Müssen wir die Prozedur dann klar auch machen. So, hinzugefügt, das war's. Ihr weiteren Finger, wenn man das so macht, fortfahren. Dann machen wir das hier mit. Machen wir den so lange, bis das hier auch wieder abgeschlossen ist. Ja, ist ein bisschen empfindlich. So, wurde vollständig erfasst. Dann noch die Außenkanten nochmal. So, wurde auch hinzugefügt. Jetzt müssen wir einmal einen Code eingeben. Erstellt. Auch hier haben wir die Möglichkeit, entweder aus dem iCloud Backup, Mac PC wiederherstellen, vom iPad übertragen oder Daten vom Android-Gerät oder nichts übertragen und als neu errichten. Ich richte jetzt kurz ein und dann gucken wir uns das nochmal weiter an. Ja, das iPad Mini ist eingerichtet. Wir scrollen hier mal durch. Läuft wunderbar. Deutlich. Ja klar, wenn ich mein iPad Mini 2 hier zum Vergleich habe, es läuft natürlich schneller. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Ich werde jetzt noch meine SIM-Karte einschieben und dann würde ich sagen, das war es ja auch. Das soll auch nur mein erster Eindruck gewesen sein. Und wie gesagt, wenn man das hier drauf klickt, sieht man das ja auch. Fortfahren. Gekoppelt. Und das war's dann auch schon. Und jetzt lädt das auch hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer Raver Dave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, zwei Daumen hoch. Abonniert doch meinen Kanal, damit in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Raver Dave.